Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Wir spielen heute ein Random Kit, mal schauen, was wir bekommen. Vielleicht was Gutes, vielleicht was Schlechtes, vielleicht was Neutrales. Aus den Kisten bekommen wir schon mal nichts und ich würde sagen, wir sind das Skorpion-Kit. Wow, das Skorpion-Kit kann Folgendes. Wenn wir einen Spieler schlagen, dann ist er ungefähr für 2 Sekunden lang mit Gift 1 vergiftet. Falls sie da nicht irgendwas geändert haben, dürfte es noch so sein. Und ja, ansonsten können wir nicht groß was. Aber, ja, das Kit ist nicht so gut, weil Gift 1 2 Sekunden lang macht höchstens 1 Herz Schaden, wenn überhaupt. Und Minecraft-Kämpfe laufen ja meistens so ab, dass man aufeinander zuläuft, sich tötet und, ja, einer überlebt. Und nicht so, dass man über Zeit kämpft. Ansonsten wäre Gift natürlich, was zur Hölle, wie ist schon ein Spieler gestorben, nur noch 22, 2 haben wohl gelieft. Dass man aufeinander zuläuft und der Kampf entscheidet sich relativ schnell und nicht, dass er über Zeit läuft. Wir machen uns mal schnell ein Diamantschwert, bevor die Runde startet. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Ich weiß es nicht, ich habe allerdings Angst, mit jemandem geswitcht zu werden, beziehungsweise halt einen Switcher abzubekommen. Okay, nichts passiert. Alles gut, Maudado. Und deswegen, ja, um das Kit optimal nutzen zu können, müsste man den Spieler eigentlich immer wieder anschlagen und wegrennen. Aber wenn man vom Spieler im Kampf wegrennt, dann ist es meistens so, der schlägt einen im Rücken und tötet einen. Das ist nicht so optimal. Das ist nicht so optimal. Okay, gut. Jetzt sind wir mal der, am Anfang kämpft auf jemanden. Schreckliche Menschen, diese Leute. Und er hat uns auch recht gut ausgetrickst. Oh, und noch was Gutes an diesem Kit ist, die Spieler können nicht entkommen, weil sie immer wieder diesen Knockback bekommen, wodurch sie irgendwie keine Chance haben, zu entkommen, weil sie nicht sprinten können. Weil jedes Mal, wenn man vom Gift getroffen wird, hört, glaube ich, das Sprinten auf. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird man verlangsamt. Okay, nächster Spieler ist etwas weiter weg. Wir brauchen auch Essen als Skorpion natürlich. Als Skorpion fühlt man sich natürlich in der Wüste wohl, aber doch, es gab hier eine Wüste. Ganz am Anfang waren wir an der Wüste. Okay, da ist ein Spieler, deswegen will ich die Kiste nicht öffnen. Obwohl, öffnen wir sie schnell. Das dürfte reichen. 21 Blöcke. Ist halt die Frage, craftet er gerade? Ist er im Inventar? Anscheinend. Bedeutet, wir kriegen ihn. Nächster Spieler ist etwas weiter weg. Wir können uns sein ganzes Zeug anziehen. Das ist natürlich jetzt ein sehr schöner Start. Nächster Spieler, 91 Blöcke. Schade, haben wir nichts von bekommen. Können wir uns was craften? Wir können uns einen Goldbrustpanzer craften. Und da vorne wäre der nächste Spieler. Wir ziehen uns ganz schnell den Goldbrustpanzer. Oh nein, oh nein. Bitte Schwert, Dankeschön. Ja, wenn ich jetzt einen Treffer eingesteckt habe, dann will ich das nicht mehr. Allerdings könnten wir ihn vergiften. Hopp. Und dann wegrennen mit einem Gifttrank. Tja, wir sind gemeine Leute. Gemein, gemein. Oh, er baut sich hoch. Ach Gott, komm zurück. Komm doch runter. Ah, ich habe keine Pfeile, das gibt's ja nicht. Er ist entkommen. Er ist einfach entkommen durch Hochbauen. Das habe ich noch nie erlebt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich mit ihm geswitcht und sterbe dadurch. Yay. Okay, Spieler da hinten. Könntest du... Oh, er wurde geswitcht. Würde ich sagen, wir haben die bessere Rüstung. Und das bessere Schwert, aber... Oh Gottes Willen! Er hat uns viel besser gekombot. Oh, das ist gar kein Speedblock. Nächster Spieler. Der da oben könnte uns einfach mit einem Pfeil abschießen und wir würden sterben. Naja, dafür muss er erstmal von da oben treffen, das ist sehr unwahrscheinlich. Okay, der Spieler ist immer noch da oben. Ein Spieler ist da oben. Ist halt die Frage, hat er einen Wassereimer, will er runterspringen? Ich weiß es nicht. Er hat einen... Oh, ein Goldapfel. Wir haben 3 Goldäpfel. Wenn ein Spieler näher kommt, esse ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich esse jetzt schon einen. Ich habe gerade richtig Angst zu sterben. Begründet, vor allem, weil der Spieler näher kommt. Okay, essen wir den Goldapfel, rennen weg und regen. Oh Gott, hier ist die Barriere. Sneaken, Maudado. Hier bist du sicher. Der Baum wird dich beschützen. Vielleicht. Der hatte doch... Hat er den Eisenbrustpanzer? Ich weiß es nicht. Okay, da hinten ist der Spieler. Habe ich Pfeile mittlerweile? Nein, immer noch nicht. Er hat keine Rüstung. Er hat keine Rüstung. Wir haben 2 Extra-Herzen. Heißt, wir haben gerade 2 Herzen minus zu dem normalen Stats. Und... Wir laggen. Es ist wieder derselbe Spieler. Warum laggen wir so? Hallo? Okay, das ist nicht normal. Der Spieler... Was ist das für ein Spieler? Baut sich einfach hoch. Hätte ich Pfeile, dann wäre er tot. Aber ich habe keine Pfeile. Nächster Spieler... Oh nein, wir... Oh Gott, warum laggt das? Hör auf zu laggen. Das ist Sabotage. Okay, die Pfeile können wir nicht mitnehmen. Deswegen haben wir wahrscheinlich keine. Da lagen wahrscheinlich welche und wir konnten sie einfach nicht aufsammeln. Das brauchen wir nicht. Nächster Spieler ist immer noch weit genug weg. Okay, wir müssen uns keine Sorgen machen. Machen wir einfach alles, was wir nicht wollen, in die Kiste hier rein. Das kriegt ja dann kein anderer. Die Angel brauchen wir nicht. Das da brauchen wir nicht. Das Minecart brauchen wir nicht. Haben wir was zum Craften? Ja, wir haben was zum Craften. Können wir uns einen Eisenbrustpanzer machen? Ich wäre fast verleitet dazu, eine Eisenhose zu machen.
Weil wir ja schon ein Dings hatten. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich bin richtig verwirrt. Naja, wir haben dauerhaft jetzt erstmal zwei extra Herzen. Naja, das läuft, glaube ich, sogar bald aus. Level. Level haben wir auch 5 Stück. Also 2 haben wir schon komplett und noch mehr Tränke. Ich bin gerade etwas nervös, muss ich sagen, weil wir echt nicht so gutes Equip haben. Da müssen wir uns schon gut anstellen. Jetzt haben wir zwar mittlerweile Pfeile, aber man könnte mehr haben. Ich hätte, glaube ich, auch schon mehr. Hätte ich mein Inventar zwischendurch schneller sortiert. Das wäre wahrscheinlich ganz schlau gewesen. Aber so schlau war mein Maudado mal wieder nicht. Oh Gott, das Leben als Skorpion ist schon ein schweres. Vor allem das Kit ist echt jetzt nicht so mega stark. Okay, wir haben 6 Diamanten. Das ist nicht gerade wenig, muss ich sagen. Ich habe Angst, geswitcht zu werden, deswegen crafte ich erstmal nichts. Okay, das war nicht so gut. Skorpione können nämlich nicht schwimmen. Nehme ich einfach mal an. Doch, ich... Wir haben nur so wenig Schaden bekommen, weil wir gesneakt haben. Wenn man sneakt im Fall, dann kriegt man nur 5 Herzen Schaden maximal. Ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt nicht geleckt hat im Moment und ich trotzdem gestorben bin. Ist jetzt die Frage, ist der letzte? Nee, es leben noch mehr. Dass dieser Turmbauer so lange überlebt hat, wundert mich. Vor allem, er dürfte ja überhaupt kein Loot bekommen, weil er die ganze Zeit diese Türme baut. So, wir können uns eine Diamanthose bauen. Das ist etwas sehr Schönes. Doch, das gefällt mir. Sind wir doch echt gut equipped, muss ich sagen. Sind wir doch wieder reingekommen, aber der Server leckt so unendlich. Warum leckt das gerade so? Oder bin ich das nicht? Ich glaube, ich bin das nicht. Hoffen wir es zumindest. Wenn nicht, werde ich, glaube ich, keinen PvP mehr gewinnen, weil... Ja, man muss sagen, in Minecraft ist es schon davon abhängig. Wenn man einen schlechten Ping hat, dann hat man, glaube ich, keine Chance. Weil man einfach hinterher ist und der andere schon zuschlagen kann. Okay, gut. Wir sind in der Wüste. Wir haben einen relativ hohen Ping. Heißt, wir wollen möglichst mehr Equip. Falls nicht der gesamte Server leckt, dann haben wir alle dieselben Nachteile. Also bedeutet, wir wollen möglichst gut equipped sein, damit wir unseren hohen Ping irgendwie ausgleichen wollen. Okay, da wäre erstmal ein Speedblock, mit dem können wir schneller looten. Ich habe gerade echt Probleme zu reden. Naja, egal. Essen wir erstmal was und dann enchanten wir. Wir wurden ja erst geswitcht. Oh, okay, gut. Bin ich mit einverstanden. Level 1 bitte, dankeschön. Die Hose können wir noch verzaubern. Und dann bin ich doch halbwegs zufrieden. Was wollen wir noch verzaubern? Unseren Brustpanzer. Auch wenn der mir aus Diamanten lieber wäre. Man kann ja nicht alles haben. Okay, 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 okay. Wir haben wieder relativ gute Chancen. Falls wir denn nicht so extrem laggen. Es wäre eigentlich was mit Skorpionen gewinnen. Ich habe, glaube ich, erst einmal das Skorpion-Kit gespielt in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall nicht so gut. Oh, und ich habe ein Bild für das Thumbnail. Das Link, was auf dem Thumbnail ist, ist außerdem in der Beschreibung. Das hat jemand sehr schön gezeichnet. Darüber habe ich mich damals richtig gefreut und immer noch. Ach, das ist schön, wenn man weiß, dass man was fürs Thumbnail hat. Muss man sich darum keine Sorgen mehr machen. So, schmeißen wir mal ein paar Sachen nochmal weg. Okay. Den netten Kerl gibt es immer noch. Es ist echt unglaublich, dass er so lange überlebt hat. Was ist ein Regenerator? Oh, wir haben Regenerations-2-Trank. Wir haben gewonnen. Regeneration 2 heißt tatsächlich irgendwie, dass man gewonnen hat. Das ist traurig. Aber es ist wahr. Okay, wir fallen. Nein, 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 nein. Oh Gott, da habe ich gedacht, ach, ich fließe schon langsam runter. Kannst du in dein Inventar schauen? Kein Problem. Und dann passiert sowas. Noch mehr Pfeile, das ist auf jeden Fall sehr gut. Wir müssen wieder Leben regenerieren, heißt immer volles Essen haben. Das ist eine andere Truhe. Oh, hier sind direkt 2 Truhen. Noch mehr Pfeile. Sehr schön. Der nächste Spieler ist weit weg. Ich will nicht wissen, ob schon jemand durch diese Falle gestorben hat. Dieser Spieler ist auf jeden Fall sehr nervig. Der wird wahrscheinlich nichts anderes machen und am Ende echt schlecht equipped sein. Müssen wir mal schauen, was wir dagegen machen. Am besten zünden wir seinen Turm an, wenn er mal einen anfängt zu bauen. Dann muss er irgendwann runter, obwohl er könnte sich immer weiter bauen, bis er kein Zeug mehr hat. Okay, ich möchte, dass dieser Switch-Turmbau-Mensch endlich stirbt. Deswegen begeben wir uns jetzt in die Schlacht. Mit unserem Regenerations-2-Trank dürfte es auch rein gar kein Problem sein. Wie viele Spieler leben denn noch? Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich renne gerade nur rum und warte, bis ich auf einen Turm geportet werde. Okay, und ist jetzt da vorne wieder einer auf dem Turm? Oh nein, Lex. Hä? Ist einer gestorben? Da ist jemand gestorben. Er ist im Turm. Der baut jetzt schon Labertürme. Das war eine richtige Falle. Oh, das ist nicht nett, Spieler. Das ist nicht nett. Welcher ist es denn? Ich würde ja nachschauen. Welcher kommt mir? Ich glaube, das war Mumpy. Blablabla. Das ist
Eigentlich müssen wir erst Ridon ausschalten. Erst müssen wir Ridon töten. Wir könnten eigentlich an jedem Turm vorbeischauen und schauen, ob da jemand gestorben ist. Weil wegen Dingeskirchen. Okay. Okay, da ist Wumpy. Wumpy will ich auf jeden Fall töten. Der andere heißt, er war auf dem Turm. Mal schauen, ob das was wird. Er wird sich wahrscheinlich wieder hochbauen. Baut er sich hoch? Ich sehe hier keinen Turm. Kommt er her? Wumpy? Wumpy? Ich möchte nicht direkt den Berg hochbauen, an dem er sein könnte. Das wäre doch ein recht großes Risiko. Wir müssen da irgendwo eine schöne offene Stelle finden, dass wir hochklettern können. Das ist halbwegs offen. Ich könnte mir offeneres vorstellen, aber das ist okay. Okay, da ist Wumpy. Da ist Wumpy. Er rennt weg. Oder tut er? Nein, da ist er. Was? Was für Equip hast denn du? Das sieht aber nicht gesund aus. Nein, das sah überhaupt nicht gesund aus. Naja, egal. Das war, glaube ich, der Turmbauer. Ich bin mir nicht sicher. Würde auch erklären, warum er so wenig Zeug hatte. Ich muss mal dringend was essen. Und ich esse Goldäpfel. Nicht Goldäpfel. Gott, ein Diamantschwert. Das sollte ich doch verbrennen, wenn möglich. Ich wurde erst geswitcht. Heißt, es besteht gerade keine Gefahr. Hier ist meines Wissens bestimmt auch nichts Gutes dabei. Es ist halt die Frage, was hat der andere Spieler? Ich habe noch meinen Trank für den Fall der Fälle. Außerdem kann ich mir einen Diamanthelm machen. Das ist auch nichts Schlechtes. Könnte ich sogar noch verzaubern, falls ich die Zeit dafür finden würde, aber ich wüsste gar nicht warum. Mit unserem Equip und unserem Trank sollten wir jetzt eigentlich am besten direkt zum anderen Spieler gehen. Das ist halt die Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob Swoompy war. Vielleicht ist auch der andere, der Turmbauer. Wird erklären, warum er sich nicht bewegt. Aber es kann ebenfalls auch genauso wenig sein. Oh nein, wir ertrinken, oder? Das war tatsächlich der Fallenbauer. Aber das ist kein Problem für uns. So, ach nee. Wenn man damit überlebt, dann ist es doch recht nervig, wenn man damit durchkommt. Und dieser Typ wird nichts anderes machen. Oh nein, ich hasse das. Naja, wenn er die ganze Zeit baut, dann hat er nicht viel Zeit zu looten. Er kriegt ja auch eigentlich nicht den Loot von den Leuten, die an seinen Fallen sterben. Nochmal versuchen. Ach Gott. Naja, wir müssen nur rechtzeitig hinkommen. Wir werden immer näher zueinander kommen. Und am Ende werde ich ihn hoffentlich töten oder ich werde durch einer seiner Fallen sterben. Wahrscheinlich probiert er das halt aus, eine Runde komplett einfach mit Fallen zu gewinnen. Das ist die Frage, was macht er halt als nächstes? Macht er wieder eine Runterfallfalle? Macht er eine Ertrinkfalle? Und ich würde sagen, er baut sich gerade hoch. Nein? Macht er wieder eine Ertrinkfalle? Es könnte sein, wenn ich im ungünstigen Moment geportet werde, kann ich sogar in seine Falle geraten. So, und ich denke nicht, dass er jetzt noch eine Chance hat. Wir haben mehr Diamantzeug und er ist tot. Gut, dann würde ich sagen, tut mir leid, Wumbi Bumbi, oder wie du hieß, dass ich dich mit dem anderen verwechselt habe. Das war anscheinend der Fallen-Typ. Und ja, das war das Skorpion-Kit. Das Skorpion-Kit hat uns jetzt nicht so viel geholfen, aber wir waren ein Skorpion. Und das ist alles, was zählt. Yay, Skorpion. Ui. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.